Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ich mache gerade ein neues Video mit Fragen und Antworten, diesmal auf Instagram. Ich habe euch um eure Fragen gebeten und möchte die natürlich jetzt gerne beantworten. AC Goes Vegan fragt oder bittet uns, mehr Food Diaries zu posten. Ja, wir werden es versuchen. Momentan haben wir so viel Stress gehabt. Heute ist der erste Tag, wo es ein bisschen besser ist, seit 3 oder 4 Wochen. Deswegen mache ich jetzt diese Videos, damit ich endlich mal wieder ein paar Videos machen kann für euch. Wir versuchen unser Möglichstes. Ich muss mir mal was überlegen, wie ich das mache, damit es für uns nicht so die Arbeit ist und vor allem nicht so nervt, weil wenn ich morgens irgendwie das Frühstück mache, während ich noch halb schlafe, dann müsste ich es ja auch filmen. Ja. Ich bemühe mich. Project Carbs fragt oder regt an, mein Vater isst immer Öl mit Salat statt Salat mit Öl. Und nervt mich ja dauernd, dass Fett ja total wichtig wäre, um auch die Vitamine aufzunehmen. Aber ich denke, er übertreibt. Wie kann ich ihm das klar machen? Ich denke auch, er übertreibt. Also große Mengen Öl sollte man nicht an Salat machen. Was nicht dagegen spricht, ist ein paar geschrotete Leinsamen an Salat zu machen oder halt ein Teelöffelchen Leinöl. Das hilft sicherlich beim Aufnahmen dieser fettlöslichen Vitamine, gerade Karotten oder sowas. Wir haben jetzt beim Workshop haben wir auch in den Karottensaft einen Tropfen Leinöl mit reingemacht zur Sicherheit. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ist egal, das ist dann so wenig. Ich würde nicht zu viel Öl essen, das kann zu Typ 2 Diabetes führen, das ist schlecht für die Haut, man wird müde und so. Aber um ihn davon zu überzeugen, ja, er braucht es nicht, es gibt ganz tolle Dressings, auch ohne Öl. Gebt doch mal ein Rohe Energie Dressing, da findet ihr ein paar Rezepte mit Obst oder mit Balsamico-Essig und so, wo kein Öl drin ist, das schmeckt auch gut. Einfach vielleicht eine Alternative bieten. Das ist gut. Hier hat Ross Bird eine ganz lange Frage gestellt, die mache ich vielleicht mal extra. Dann geht's weiter. F.M. fragt, wie genau deckt ihr euren Eisen- und Kalziumbedarf? Ich hatte ja meine Blutwerte checken lassen und Eisen und Kalzium war perfekt, ja. Und ich achte da nicht besonders drauf. Wir essen halt auch Vollkornprodukte, wir essen ja viele Salate. Eisen ist bei Frauen ja immer so der Punkt. Wenn man wirklich einen richtigen Mangel hat, würde ich halt supplementieren mit einem guten Präparat. Und ich glaube, selbst Leute, die viel Fleisch essen, ich weiß aus dem Bekanntenkreis, die haben oft dann auch einen Eisenmangel. Das hat dann oft nichts mit dem Fleisch zu tun. Also da würde ich einfach mal gucken, wenn man einen starken Mangel hat, ausgleichen und versuchen, sich ausgewogen zu ernähren. Da gibt es bestimmt noch gute Listen, wo überall Eisen drin ist, aber jeder nimmt es anders aus. Wichtig ist, Vitamin C essen mit eisenhaltigen Lebensmitteln. Was man empfehlen kann, ist, wenn man einen Salat isst oder irgendwas, ein bisschen frisch gepressten Zitronensaft dazu, vielleicht drüber machen, das mache ich momentan, dann nimmt man das auch besser auf und dann braucht man auch weniger Salz. The Insane Cat fragt, findet ihr, dass es schädlich ist, sich als Kind, Jugendlicher vegan zu ernähren? Nein, finden wir nicht. Und es gibt genügend Literatur darüber, dass es überhaupt nicht schädlich ist. Ich habe ja dieses Buch Vegetarische Ernährung von Professor Leitzmann und da steht drin, was man beachten muss, wenn man sich omnivor ernährt, also alles ist vegetarisch ernährt oder vegan ernährt und dann, was man essen sollte als Baby, als Kleinkind, als Jugendlicher, als Erwachsener, als älterer Mensch. Und da sollte man vielleicht wissen, was man da tut. Und dann kann jeder sich auch Kinder und Jugendliche und Babys, also Kleinkinder, können sich vegan ernähren. Wenn man es halt richtig macht, muss man sich einfach mal ein bisschen informieren. Recovering Lou mit 3 U, fragt nochmal was zu diesen fettlöslichen Vitaminen. Kann man das in Einklang mit High Carb, Low Fat machen? Wie schon gesagt, ein paar geschrotete Leinsamen sollten am Tag mit in der Ernährung drin sein, auch bei High Carb, Low Fat. Oder ein Teelöffelchen Leinöl macht auch nichts aus. Das bringt euren Kalorien und auch euren Fetthaushalt nicht durcheinander, aber das hilft schon sehr, gerade mit den Omega-3-Fettsäuren. Sonja Schulze fragt, sie hätte jetzt gefroren die letzten Wochen, hat sehr viel Grün gegessen, hat wahrscheinlich nicht genug gegessen, wie man das überwacht. Was sie empfiehlt, ist als Anfänger mal seine Kalorien oder seine Lebensmittel, was man so isst, in eine App einzugeben. Da gibt es chronometer.com, fddb.info, also das nehme ich immer, Friedrich, Dora, Bertha, fddb.info.
Da kann man mal so am Tag eingeben, was man isst. Und wenn man dann deutlich unter seinen Kalorien isst, dann sollte man halt mehr essen. Sie hat gesagt, sehr viel Grün hätte sie gegessen, dann vielleicht ein bisschen mehr Stärke essen oder ein bisschen mehr Fett, je nachdem, wie du dich ernährst. Ich weiß nicht, ob du Rohkostlerin bist oder ob du auch gekochte Sachen isst. Da musst du mal gucken. Also einfach genug essen. Ich kenne das, wenn man halt fastet, gerade im Winter oder so, oder halt sehr wenig isst, dann friert man halt. Ist klar, der Körper zieht dann die Energie aus den Gliedmaßen raus und versucht nur den Kern halt zu versorgen und das Gehirn. Und da wird es einem schnell mal kalt an den Füßen und den Händen zum Beispiel. Jonsen fragt, welche Ersatzprodukte, wenn ihr welche nutzt, würdet ihr empfehlen? Ich brauche welche, um meine Omni-Familie zu überzeugen. Kann ich euch zwei Tipps geben? Ich habe jetzt ein paar Videos gedreht für allesvegetarisch.de. Das ist der größte vegane Versand in Europa. Da einfach mal drauf gehen, mal gucken, was die für tolle Ersatzprodukte haben. Die haben alles als Ersatzprodukt. Ja. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist Norma. Hatte ich jetzt? Nee, Netto. Netto war es. Der gelbe Netto heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, es gibt verschiedene. Wir haben hier einen mit diesem gelben Zeichen. Und die haben in der Gefrierabteilung haben die so Sojaschnetzel. So Schnitzel aus Soja und so eine Art Chicken McNuggets aus Soja. Und die schmecken verdammt nochmal wie echt und sind halt dann aus Soja hergestellt, um Leute zu überzeugen, die halt noch alles essen. Ich glaube, die merken keinen Unterschied, dass das kein Hühnchen oder Fleisch ist. Also das wäre zum Beispiel zu empfehlen. Ja. Gibt auch mittlerweile ganz viel tolle nachgemachte Wurst und Käse. Also da müsste eigentlich jeder was finden. Kastanienfuchs schreibt, mich würde ein Video zu den Stoffwindeln interessieren. Alexander benutzt ja jetzt Stoffwindeln, die Verrückte, und welches System sie benutzt und so. Sie macht darüber mal demnächst ein Video, auch über dieses Baby-Led-Weaning, was sie jetzt macht, dieses Mitessen-Lassen von unserer Tochter am Tisch. Die wird ja sogar vegan ernährt momentan. Und da werden wir noch ein Video drüber machen. Wir haben momentan nur ganz, ganz wenig Zeit und zusammen fast gar nicht. Deswegen da keine Angst, da kommt noch ein Video zu. So, Carrot for Life fragt, habt ihr manchmal noch Fleischgelüste und wenn ja, wie besänftigt ihr die? Liebe Grüße, Sarah. Nö, das ist jetzt vorbei. Manchmal habe ich Bock auf ein Ersatzprodukt und dann genehmige ich mir das, dann kaufe ich mir mal irgendwie, was ich gerade gesagt habe, so ein nachgemachtes Wiener Schnitzel oder so ein paar Dinger, wenn die Kinder das gerade mal essen, da bleiben halt noch zwei, drei übrig. Aber das ist jetzt vorbei, wir sind jetzt über 3 Jahre vegan. Dieser Geschmack oder dieser Geruch, ach nee, nichts mehr für mich, da bin ich drüber hinweg. Das, wenn man lange genug das nicht mehr macht, dann hat man auch keine Gelüste mehr, glaube ich jedenfalls. Vegan abnehmen fragt, der leckerste grüne Smoothie für den perfekten Start in den Tag. Da würde ich auf jeden Fall sagen, was ich mir früher immer gemacht habe, mir auch manchmal heute noch mache, würde ich sagen, 2 Bananen, 2 Äpfel, ein paar Beeren, gefrorene nehme ich da meistens, das auffüllen mit Spinat die Hälfte, bisschen Wasser ran und lecker ist das. Und ich mache es mir nicht mehr so süß, dass es halt gerade so gut trinkbar ist und dann ist das lecker. Und ja, ich esse Obst nur mittlerweile lieber so, das befriedigt mich mehr. Irgendwie bin ich da, ich trinke das wahrscheinlich immer noch zu schnell. Bianca8505 fragt, nehmt ihr Bentonit zu euch? Nein, bisher nicht. Da habe ich auch kaum Erfahrung mit. Wir machen hier relativ viel mit Flohsamenschalen. Wir machen unseren veganen Mozzarella mit Flohsamenschalen. Ich dicke die Bohnenburger mit Flohsamenschalen an. Wir machen jetzt auch oft diese so Haferflockenbällchen für unsere Kleine. Wenn die ein bisschen auseinanderfallen, wischen wir da ein paar Flohsamenschalen geschält drunter und formen das dann so. Dann wird das fester und das hilft sehr beim Reinigen auch des Darms. Aber Bentonit haben wir noch wenig Erfahrung mit. Das soll sehr gut sein, aber haben wir keine Erfahrung mit. Andrea CL1 fragt, achtet ihr darauf, wenig Soja zu essen? Was ist eure Meinung dazu, dass Soja vor allem in größeren Mengen schädlich sein soll? Ja, generell ist gegen Soja, haben wir mal ein Interview gemacht mit dem Dr. Jakob, dass er das nochmal erklärt hat. Soja ist generell nicht schädlich, es ist aber ein Eiweiß, genau wie Laktose oder auch Erdnüsse Eiweiß enthalten. Und jeder, jemand, der zu Allergien neigt oder sowieso schon einen kaputten Darm hat, der kann darauf natürlich Allergien entwickeln. Und deswegen sollte man halt größere Mengen, wenn man empfindlich ist, nicht essen. Aber es ist eine sehr gute Eiweißquelle. Es hat sehr gutes Aminosäurenprofil. Das von allen Aminosäuren ist sehr viel da. Und wer es verträgt, kann es gerne essen. Man sollte es vielleicht nicht zu raffiniert in großen Mengen essen. Das bedeutet, alles, was
was aus Granulat ist und so, halt nur hin und wieder mal zu sich nehmen. Außer man verträgt es halt gut, ja, kommt halt drauf an, ja. Und wir essen halt Tofu dann, wenn wir was sowas essen, dann, das ist ein Bestandteil unserer Ernährung und hin und wieder mal Ersatzprodukte, aber das ist vielleicht einmal die Woche oder so. Gut. Ich mache mal einen neuen Teil und wenn euch diese Videos gefallen oder dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und schreibt doch nochmal eure Kommentare drunter. Es würde uns sehr freuen, was ihr denn davon haltet. Bis bald. Tschüss.